Hallo, liebe Teilnehmer des Videowettbewerbs. Wir sind schon fast soweit. Noch einige Tage und wir haben das Ende des Videowettbewerbs und wir erwarten auf eure Lernfilme. In diesen Tagen haben wir sehr viel gelernt. Viele Webinare und interessante Seminare haben wir besucht. Vielen Dank für eure Teilnahme. Am 3. Februar ist der letzte Tag für die Abgaben der Videofilmen. Eure Filme könnt ihr für uns posten in diesen Videoformaten. Ihr seht das auf dem Bild, welche Videoformate für eure Lernfilme zulässig. Was noch wichtig ist, in Ihrem Film soll Vorspann sein, natürlich Titel des Lernfilms. Am besten wäre zu nennen, zu welchen Kategorie der Film ist, Grammatik, Wortschatz oder Lieder, dann aus welchem Land der Film entstand und das Jahr der Videoproduktion und natürlich die Namen der Filmemacher. Zum Thema Inhalt, wir bitten noch einmal den Inhalt überprüfen und natürlich zum Abschluss gibt es noch ein Abspann, wo ihr könnt auch wiedergeben, wer an diesem Film teilgenommen hat, dann von wo die Musik des Films ist und auch notwendige Daten für diesen Film. Wenn euer Film fertig ist, wir laden diesen Film auf folgende Adresse www.wettransfer.com. Danach klicken wir auf Add Files. Wir suchen unseren Film auf dem Computer und laden diesen Film hoch. In der Option Add More Frames, wir schreiben unsere Adresse, wohin der Film dann geladen wird. Gruppe Deutsch Online at gmail.com. In dieser Option schreibst du deine Adresse. Und in diesem Feld schreibst du bitte noch einmal deinen Namen und auch, wie der Film heißt, Kategorie und die Altersgruppe von den Schülern oder Studenten oder Erwachsenen. Und zum Schluss, klick bitte auf das Wort Transfer und so ist es dein Film bei uns. Alle eure Filme werden in unserem Kanal von YouTube Gruppe Deutsch Online hochgeladen. Alle eure Filme werden mit Creative Commons versehen, damit auch die anderen Lehrer und Schüler eure Filme gucken können. Und zum Schluss wollen wir für euch wünschen, gutes Gelingen und alle diese Filme werden geliked. Das heißt, wir werden unsere Stimmen abgeben für eure Filme. Welcher Film gewinnt im Laufe von 3. Februar bis zum 3. März? Also viel Spaß und alles Gute und bis zum nächsten Mal.